Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein und ich grüße euch recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Klein Coaching und Consulting Services hier aus München. Und heute mal ein Thema, die Wirtschaftskrise. Ja, und wer von euch denkt, dass die Börsen alle boomen und überhaupt alles boomt und alles super ist, der sollte vielleicht langsam mal anfangen aufzuwachen. Und ich möchte einfach nur mal ganz kurz ein Thema herausgreifen, dass hier der Brexit offiziell stattgefunden hat. Vor sehr kurzer Zeit, und heute haben wir den 1. April 2017. Ja, und dass Griechenland nach wie vor total pleite ist. Ja. Und hier mal nur kurz eine Zahl rausgeschmissen, ja, also 170% des kompletten Bruttosozialprodukts des Landes sind die verschuldet, also quasi 70% über dem, was sie quasi produzieren an Waren und Gütern und Dienstleistungen. Und das ist natürlich stetig steigend, ja, weil wir kennen ja alle das Spielchen mit dem Zinseszins. Ja, das wird also immer schlimmer. Das heißt, der Schuldenschnitt oder was auch immer kommen wird, es wird irgendwas kommen. Ja. Und warum ist das so bedeutend? Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder die Südländer, die sich verschuldet haben, ja, und die in einer ähnlichen Situation sind wie Griechenland, wie zum Beispiel Portugal und Spanien und noch so ein paar andere Länder, Italien und so weiter, ja, so ziemlich alle südländischen Länder. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, sozusagen eine Lösung herbeizuführen. Es ist entweder diese Südländer deflationieren oder Deutschland und die paar Nordländer, die eben noch nicht übermäßig verschuldet sind, alles relativ, ja, müssen inflationieren. Ja. Das heißt, die Güter der Südländer, also Griechenland und so weiter, sind zu teuer geworden, ja, über den Euro, und der Norden ist quasi zu günstig. Ja. Also Deutschland exportiert seine Güter und Dienstleistungen zu Schleuderpreisen. Ja, und das ist das, letztendlich gibt es nur zwei, um es kurz zu fassen, nur zwei Möglichkeiten einer Lösung. Ja. Also wir, Deutschland und so weiter, Dänemark oder Holland, wir inflationieren oder der Süden deflationiert. Und da man hier Geld druckt ohne Ende, in den Markt hineinpumpt, und das ist ja quasi auch die Aktienblase und alles, was damit einhergeht momentan. Ich glaube, der DAX ist jetzt gerade über die 12.300 oder sowas, ja, wieder so eine bestimmte Marke, 12.000 und so weiter und so fort. Ja, das kann auch noch höher gehen, aber es ist einfach eine Aktienblase, basierend auf dieses gedruckte Geld, was wiederum gemacht wird, um quasi Inflation herbeizurufen, um quasi die Schulden zu entwerten, ja, und und eine Spätfolge oder eine verzögerte Folge daraus wird sein, dass sich alle möglichen Dinge noch entwerten, ja, also dass nicht nur Aktien inflationieren, also eine Aktieninflation gibt es ja genauso, es gibt auch dann verzögert als Folge davon alles andere, und also einfach alle, ja, jeder Kaffee und so weiter wird dann einfach exponentiell teurer werden, ja. Und dass man dann rechtzeitig diese Inflation dann wieder einfängt, ja, geplant sind ja 4% oder sowas, ja, aber das ist meiner Meinung nach schon viel höher. Und long story short, das wird dann eben ein Problem werden, wenn man die Inflation dann sozusagen, bevor sie in eine galoppierende übergeht, oder einfach dann nicht mehr so schnell stoppen kann, ja, wahrscheinlich. Ja. Und deswegen, warum erzähle ich das Ganze? Um einfach nochmal hier einen Wachruf an die Leute auszusprechen, die einfach sich das nicht bewusst sind oder einfach das verdrängen. Ja, viele verdrängen es auch einfach, haben einfach keine Lust, sich das bewusst zu machen, wollen halt in den Tag hineinleben und wundern sich dann vielleicht, wenn sie irgendwann quasi ihr Geld nur noch die Hälfte wert ist, ja, in 5 oder 10 Jahren. Und dann merken sie es dann plötzlich, wenn sie sich nicht mehr das leisten können, was sie gewöhnt sind, obwohl sie doppelt so hart arbeiten und doppelt so viel oder genau das gleiche Geld verdienen, also auf dem Papier, ja, und so weiter und so fort.
Und ich muss sagen, dass die Inflation eigentlich auch schon bei uns Endkunden und Konsumenten angekommen ist. Ich muss nämlich feststellen, dass jetzt plötzlich Kaffee, eine Tasse Kaffee oder da vorne im Hauptbahnhof in München, wenn ich da eine beim Jorma einen 1-Euro-Kaffee, die hatten jahrelang 1-Euro-Kaffee, ist ja plötzlich, weil letztes Jahr waren die, glaube ich, auf 1,10 €, dann plötzlich ein paar Monate später nur auf 1,20 €. Ja? Also dieser berühmte Jorma 1-Euro-Kaffee, ja, jahrelang immer nur 1 € war, ist plötzlich 1,10, 1,20 und erzählen Sie mir doch mal bitte oder irgendjemand da draußen, ob das jetzt 2% oder 1% Inflation ist. Ich glaube, es ist etwas mehr. Und das ist jetzt nur das eine Beispiel. Ja, es gibt andere Beispiele, da sind es noch viel, viel mehr. Ja. Vielleicht der Saft von Dean oder der frisch gepresste, was weiß ich, vom Café um die Ecke oder der Latte Macchiato von, ja, was weiß ich, von Starbucks oder sonst irgendwo. Ja. Und wenn man sich das einfach genau anschaut und sich da nicht die Augen scheuklappen macht, ja, und nicht davor verschließt, dann spürt man das. Und wir hatten ja schon mal quasi eine Entwertung, ja, letztendlich die Hälfte. Und das war ja, als die Euro eingeführt worden ist. Ne? Hier mal ein ganz kurzes Beispiel. Wenn du jetzt mal richtig nachdenkst und je nachdem, wie alt du bist, in den 90ern, wenn du da 2000 Mark netto verdient hast, ja, was du dafür eigentlich leisten konntest, das ist genauso viel wie heute oder ungefähr genauso viel wie jetzt 2000 Euro, ja, oder sogar war das damals vielleicht sogar noch etwas mehr. Ja, und es wird stetig weniger, was du dir dafür kaufen kannst. Ja, das heißt, in 5 oder 10 Jahren wird eventuell 2000 Euro so viel wert sein wie in den 90ern 6000 oder 7000 Mark. Das heißt, mit anderen Worten, du musst schauen, dass du da vielleicht dagegen ruderst. Ja, und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Video hier drehe und ausstrahle, ist, dass man sich das bewusst macht und einfach sich dadurch vielleicht genauso wie ich motiviert fühlt, sich quasi 100% nicht nur anzustrengen, sondern 120, 50, 200%, 300% zu geben. Ja? Also einfach nicht nur abends nach Feierabend nach Hause zu gehen und einfach alle Fünfe gerade lassen und einfach nur irgendwie in seiner Freizeit mit irgendwelches Zeug zu vergeuden. Ja? Mit irgendwelchen Computerspielen und sonst irgendwelchen Kram, ja, oder Fernsehschauen, noch schlimmer. Oder am Wochenende einfach zu sagen, ja, Wochenende ist Wochenende, ja, da mache ich nichts und so weiter. Sondern einfach zu schauen, dass man hier noch einen Nebenjob und da noch einen Nebenjob oder was auch immer zu tun, ja, um einfach, solange es noch geht, ja, solange offiziell die Wirtschaft noch am Laufen ist und am Boomen ist, einfach zu versuchen, möglichst viel zu verdienen, was geht, ja. Und gleichzeitig die Kosten runterzufahren. Ja, also nicht den Fehler zu machen, mit jedem Euro, den ich mehr verdiene, auch sofort meinen Lebensstandard anzupassen, ja, mit meinen Ausgaben, und gleich einen Euro aufzufahren. Weil den Euro, den ich morgen mehr verdienen würde, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung oder einen Nebenjob, ja, einen Euro mehr, der ist ja in einem Jahr nicht mehr der Euro wert. Ja. Also Ausgaben versus der Euro, den ich bekomme, das wird sich ja quasi, wie ich es gerade erklärt habe, zum Negativen. Ja? Das heißt, ich müsste eigentlich mit jedem Euro, den ich mehr verdiene, wenn ich es eben mich anstrenge und einen Nebenjob mache und so oder was ähnliches, dann oder Überstunden oder was auch immer, dann mit jedem Euro, den ich mehr verdiene, müsste ich eigentlich gleichzeitig einen Euro an Kosten runterschrauben, ja? Um überhaupt hier sozusagen einen Mehrwert, einen effektiven, reellen Mehrwert zu generieren, mit dem ich dann wiederum mich vielleicht in die Zukunft dann doch noch absichern kann. Renten und so weiter gibt es sowieso nicht mehr. Leute, die in meinem Alter sind oder jünger oder älter, jünger sowieso nicht. Und ja, das heißt, dann wiederum den Euro, den ich dann quasi sozusagen an reellen Werten mehr geschöpft habe, ja, also über meine 150 oder 200%. Die ich mehr gebe und weniger Fernsehschau und anderen Unfug mache. Genau, abends irgendwie nur am Wochenende irgendwas rumsaufen und so weiter. Ja, mein Geld verschwende, vergeude, ja, für nada, für nix. Ja. Also man kann schon mal Spaß haben, aber das ist ja was anderes. Ja. In Grenzen eben. Ja. Und genau. Und dann, wenn ich dann eben es geschafft habe, mir etwas zurückzuhalten, also zu sparen, ja, dann das nicht einfach nur auf dem Sparbuch liegen lassen. Denn wenn du das mal richtig ausrechnest, ja, wenn du heute zum Beispiel
13 Euro Bruttoverdienst, Stundenlohn, sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube, das ist so der Durchschnittslohn für den Einzelhandel. Ja, ich lege mich jetzt nicht hundertprozentig fest. Wenn du das ausrechnest und sagst, okay, diese 13 Euro werden jedes Jahr 10% weniger wert, ja, das ist ungefähr die reelle Inflation, wenn man es mal effektiv alles zusammen richtig überlegt und durchrechnet, dann sind diese 13 Euro brutto in 4 Jahren nur noch 8 Euro irgendwas wert. Ja, ihr könnt es ja am Taschenrechner mal selber ausrechnen. Ja. Okay, und jetzt frag dich, ob du jetzt irgendwo in Einzelhandel arbeitest, ja, und jedes Jahr entsprechend eine Lohnerhöhung bekommst, ja, von den 13 Euro, sodass es ausgeglichen ist. Also es ist natürlich nicht so. Ja. Tja, das nennt man auch die schleichende Enteignung der Fleißigen, ja, der Mittelschicht. Und es gibt hier auch ein paar richtig gute Bücher. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Von Gerhard Hörn gibt es auch ein gutes neues Buch, das werde ich euch verlinken unten. Jetzt fällt mir der Name gar nicht ein, ist ja auch egal. Schleichende Enteignung und sowas ähnliches. Ja. Und dann gibt es noch ein paar andere. Dr. Werner Sinn, ja, also der Gründer von. Naja, egal. Also diesen Doktor, ja, okay. Ich verlinke ihn euch. Ich kann mir einfach jetzt gerade sein Institut nicht merken, wo er mal Präsident war. Ist ja mittlerweile jetzt nicht mehr Präsident. Ist ja egal. Okay, auf alle Fälle. Der Schwarze Juni heißt das Buch, genau. Ich werde euch das alles verlinken hier unten. Ich habe jetzt auch noch was anderes vor und ich wollte es einfach mal raushauen, das Video. Und auch hier posten auf meinem Kaltakquise-Kanal. Warum? Weil man nämlich mit Kaltakquise und mit Vertrieb, wenn man sich da ein bisschen anstrengt und sich da ein bisschen fortbildet und ein bisschen öffnet und ein bisschen an sich arbeitet, kann man da nebenbei super Nebenverdienste machen, sich was verdienen. Auch im Online-Marketing geht auch was noch, obwohl ich das viel zu sehr gehypt. Ja, also diese ganzen, wie heißen sie alle? Sahid Chiripur oder ich kann es gar nicht aussprechen in seinem Namen, Christelli, so wie die ganzen Superstars da alle heißen, also die übertreiben ja maßlos. Also das sind nur ganz einzelne wenige. Also wenn 10.000 den ihren Online-Marketing-Kurs kaufen, ja, von den 10.000, das sind vielleicht 5 oder 10, die dann so richtig Asche machen damit, weil sie irgendwie eine Nische und so weiter haben und der Rest, der wird so viel Arbeit reinstecken müssen in dieses Affiliate-Marketing, Online-Marketing. Aber ich habe das 15, 20 Jahre gemacht, haben die noch gar nicht, dann waren die noch Kinder, diese Leute, ja, habe ich das schon gemacht. Ja. Das heißt, dieses ganze Affiliate-Marketing, also Geld verdienen im Internet, ja, dieser Boom, dieser Hype, ja, die große Masse, du wirst so viel Arbeit reinstecken müssen, um letztendlich irgendwie 1.000 Euro im Monat zu verdienen zusätzlich, dass du letztendlich auf einen Stundenlohn von 2 oder 3 Euro kommst, wenn überhaupt. Ja. Also das ist die große Masse. Ja, das ist die Realität. Ja. Aber da mache ich nochmal extra Videos dazu, weil die natürlich davon leben, dass alle daran glauben, dass sie genauso Millionäre werden. Und das ist wie so ein kleiner Schneeball-Effekt. Ja. Also Schneeball, ja. Ja, da klingelt schon. Okay, sucht euch lieber einen anständigen Nebenjob und so weiter. Und meinetwegen macht ihr auch irgendwas online, wenn ihr was ganz eine gute Nische und Idee und so weiter habt und können, ja, aber nicht einfach blind irgendwas, damit ihr auch dabei seid. Ja, das bringt nichts. Ja, lieber macht einen Nebenjob 450 Euro Basis oder 500 oder irgendwas, ist ja eben dieser Nebenjob, wo in Deutschland, wo wir die Möglichkeit haben, uns quasi steuerfrei was nebenbei zu verdienen, ja, und macht es, solange es noch möglich ist. Das wird vielleicht auch irgendwann gestrichen und geändert. Ja. Okay, weil alle Staaten sind maßlos überschuldet und das wird auch nicht besser werden. Ja. Und wo holt man sich die Kohle? Klar, ja, bei uns normalen Leuten. Ja. Okay, soweit so gut. Jetzt bin ich bei 14, 15 Minuten länger. So lange wollte ich das Video eigentlich gar nicht machen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und euer Thomas Klein. Schaut mal wieder vorbei bei meinem Kanal. Bis dann und viel Erfolg, ja, und haut rein, ja, 200, 300%. Bis dann. Tschüss.